Ja, guten Tag, willkommen zurück. Dieses Mal sprechen wir ein wenig darüber, was passiert, wenn sich Ladungsträger bewegen. Okay, was passiert da? Das letzte Mal haben wir gesagt, okay, da wirkt eine Kraft auf die Ladungsträger und jetzt schauen wir sie in einem elektrischen Feld und jetzt schauen wir sie ein bisschen an, was da passiert, wenn wir die nicht nur statisch da drinnen liegen haben, sondern was sie sich auch bewegen. Ja? Ich habe hier die Situation vom letzten Mal noch einmal dargestellt. Ja? Also wir haben hier zwischen zwei Platten, positiv und einer negativ geladenen Platte, ein elektrisches Feld E. Ja? Das ist, wie gesagt, ein Vektorfeld. Ein Vektorfeld hat in jedem Punkt einen Betrag und eine Richtung. Ja? Das Vektorfeld ist ein sogenanntes homogenes Feld, was zwischen zwei Platten sich befindet. Deswegen zeichnen die immer zwei Platten ein. Jetzt, dann wirkt es schön nach unten, dann kann man sich schön was vorstellen. Wenn das irgendwie geformt ist, dann ist es irgendwie. Ja, das wollen wir nicht einmal gleich mit irgendwie anfangen, sondern mit einem schönen homogenen Vektorfeld zwischen zwei Platten. So schaut das aus. Ja. So, jetzt haben wir gesagt, da haben wir eine Ladung Q drin, da wirkt eine Kraft F drauf. Und jetzt lassen wir es bewegen. Ja. Jetzt bewegen wir die Ladung Q hier entlang eines Weges S, ja, nach unten da her. Q-Strich, das ist die neue Position. Ja. Jetzt sehen wir, hey, hallo, hallo, ja. Kraft und Weg, Kraft mal Weg, hier wurde Arbeit verrichtet. Ja. Die Arbeit, die hier verrichtet wurde, ja, dieses W ist gleich F mal S, Kraft mal Weg, ja, ist Arbeit. F, wissen wir das letzte Mal, ist Q mal E. Ja? Das heißt, W ist gleich Q mal E mal S. Okay? Das heißt, umso größer die Ladung ist, desto mehr Arbeit wird hier von der Ladung verrichtet, wenn es da oben fällt. Ja? Da unten habe ich einfach weniger Arbeit zur Verfügung, weniger Energie, weniger Potenzial. Ja. Ist genauso, wenn ich was runterfallen lasse, dann hat das da unten weniger potenzielle Energie, was einfach weiter unten ist. Ja. Das ist hier genauso. Wenn es in Richtung des E-Feldes geht, was nicht zwangsläufig nach unten sein muss, weil das E-Feld ja irgendwie gerichtet sein kann, aber wenn es in Richtung des E-Feldes geht, habe ich hier unten weniger Potenzial wie oben. Gell. Hier habe ich eine Potenzialebene. Da halt ein Potenzial und das Potenzial ist üblicherweise Phi und da habe ich halt irgendein Phi 1, Potenzial Phi 1. Hier oben habe ich ein Potenzial gehabt, Phi 2. Und dazwischen habe ich eine sogenannte Potenzialdifferenz. Wie groß ist die Potenzialdifferenz? Das ist eben das, die Arbeit. Ja. Und jetzt haben wir das Q da drinnen und jetzt dividieren wir durch das Q durch, dass wir sagen, okay, die Arbeit bezogen auf die Ladung. Also wie viel Arbeit habe ich pro Coulomb da zur Verfügung? Wenn das ein Coulomb ist, eine Einheitsladung, pro Einheitsladung. Wie viel Arbeit habe ich hier pro Einheitsladung zur Verfügung? E mal S. Ja. So viel Arbeit wird hier frei pro Coulomb. Ja? Das heißt, die Einheit da drüben, ja, die ist Joule pro Coulomb. Joule pro Coulomb. Ein anderes Wort für diese Einheit hier, eine andere, diese Einheit wird abgekürzt im SI-System und zwar mit V ein Volt. Okay? Oh, einen berühmten Physiker, ein Volt da benannt, ein Volt. Okay? Ein Volt ist nichts anderes wie, wie viel Energie habe ich zur Verfügung an einem gewissen Punkt, ja, pro Coulomb, bis ich einfach dann weiter unten bin. Dieses 1 Volt, das heißt auch
Spannung. Okay? Das ist die sogenannte Spannung. Die Spannung ist die Arbeit pro Einheitsladung an einem gewissen Punkt. Wenn ich das jetzt nach oben hebe, hier, dann habe ich da oben Q2', dann habe ich da halt S2, dann habe ich da oben, muss ich die Arbeit da hineinstecken pro Einheitsladung. Da oben habe ich dann ein anderes Potenzial. Da habe ich das Potenzial Phi3. Und jetzt ist so, dass man immer weiter nach unten fallen kann. Das ist im elektrischen Fall halt so, dass das Potenzial, ein Nullpotenzial, gibt es nicht. Es gibt höchstens irgendwo ein Bezugspotenzial, dass man sagt, okay, die Minusplatten da, da ist halt mein Phi Null. Das ist mein Bezugspotenzial, da sage ich einfach, das ist Null. Das ist frei definierbar. Frei definierbar. Dann hat das Potenzial Phi 1 zu Phi 0 eine Spannung von U1. U1. U, Formelzeichen. U, Einheit, 1 Volt. Das heißt, das U1 ist Phi 1 minus Phi 0. Potenziale werden in Volt gemessen. Spannungen werden in Volt gemessen. Spannungen sind Potentialdifferenzen. Okay. U2, da zum Beispiel. U2 sind Phi2 minus Phi 0. Das Potenzial, das höhere Potenzial minus das kleinere Potenzial, Potenzialgefälle, ist die Spannung zwischen diesem Punkt und diesem Punkt. Und jetzt, wie groß ist die Spannung da? U1,2 ist gleich. Das ist nämlich, wie viel Spannung hat der Punkt, wo zuerst die Ladung war, und mehr wie der Punkt. U1,2 ist gleich Phi2 minus Phi1. Okay? Und weil Spannungen Potentialdifferenzen sind, ist es eigentlich genau das gleiche wie U2 minus U1. Wenn wir sich das da anschauen, Phi2 minus Phi 0 minus Phi 1 plus Phi 0, dann fällt, das ist das U minus U2 da, das ist U2, das ist minus U1, dann fällt das Phi 0 weg. Und ich habe da stehen Phi2 minus Phi1. Also das fällt da direkt raus, dass wenn das ein Potenzial hat und das ein anderes Potenzial, das Bezugspotenzial, dass das eben auch die Spannungsdifferenz ist. Okay? Das ist immer die Spannungsdifferenz. Das hat ein gewisses Potenzial an Spannung, das hat ein gewisses Potenzial an Spannung. Und deswegen ist die Potenzialdifferenz die Spannung zwischen diesen zwei Potenzialen. So schaut das aus. Das ist die Spannung. Die Spannung ist also, definiert also das Potenzial, die Arbeitsfähigkeit. Und zwar pro Coulomb, pro Einheitsladung. Das ist die Spannung. Ein anderes Ding passiert noch, wenn sich so eine Ladung bewegt. Wir werden das nächste Mal etwas hören über, jetzt haben wir gehabt, Ladung, Spannung, was uns nur fehlt, ist der Strom. Okay? Nächstes Mal werden wir etwas hören über Strom. Wir haben hier sogar schon Strom gehabt, nur haben wir es noch nicht so genau, und wir haben aber gesagt, das ist ein bewegter Ladungsträger. Nächstes Mal werden wir ein bisschen genauer hinschauen und werden schauen, was muss denn vielleicht alles passieren, dass wirklich sich jetzt Ladungsträger bewegen. Für dieses Video würde ich sagen, es reicht. Also wir wissen jetzt, was Spannung ist, wir wissen, was ein Potenzial ist. Nächstes Mal geht es um den Strom. Danke für die Aufmerksamkeit, auf Wiedersehen.